Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur nächsten Ausgabe von Risp. Wie ihr vielleicht auf den ersten Blick seht, hat sich hier in diesem Bereich erstmal nicht viel geändert. Ich stehe jetzt hier, aber meine Wäsche ist noch in der Waschmaschine. Ich warte jetzt noch kurz, bis das fertig ist, weil ich nicht nackt rumlaufen will. Das ist zu gefährlich. Diese Welt ist ein gefährlicher Ort, ein ganz gefährlicher Ort. Da unten hüpft schon ein Werwolfmann. Nein, ich hatte ein Goldschwert, was auch schon wieder kaputt ist. Muss man gleich ein neues kaufen. Okay, begrüßt euch. Hallo, Mitspiellehrer. So. Oh, die Klamotten sind fertig. Sehr schön. Ich habe einige Sachen im Inventar, ich habe einiges vor. Erstmal, ach stimmt, ich habe einen Helm zu viel. Erstmal haben wir Katzen. Zwei sind verschwunden. Ich hatte noch zwei Orangene, aber die sind weg. Ich weiß nicht, was eigentlich habe ich die immer hier drin rumsetzen. Und wir haben ein neues Kaninchen, Fluffy. Und der ist sauer. Ja. Ich habe drei Katzen hier drin getamed. Aber die hier drin ist drin spawnen. Und dann habe ich sie Babys machen lassen. Und dann waren es sechs. Und naja. Ja, hallo Gronkh. Euch fällt vielleicht auf. Gronkh ist in Caps geschrieben. Und, ach, Gronkh mag mich nicht. Können wir ihm was geben? Hier, was hältst du von Fleisch? Gefällt ihm Fleisch? Ihm gefällt Fleisch, aber nicht sehr viel. Komm, wir geben dir mal ein bisschen Eisen. Wir müssen uns mit Gronkh wieder ein bisschen verstehen. Surprise das. Das ist echt. Es ist gerade schwierig, den hochzukriegen, außer über Geschenke. Aber okay, wir versuchen's. Der andere hat uns einfach von Anfang an geliebt. Der hier irgendwie nicht. Ja, egal, wir verbringen jetzt nicht sehr viel Zeit mit Gronkh. Heute ist nicht der Plan für Gronkh 2 quasi. Ja, unser eigentlicher Gronkh ist tot. Aber es ist nicht meine Schuld. Wirklich. Es ist nicht meine Schuld. Ich kann nichts dafür. Ich habe zwei Schafe und zwei Kühe sie überbringen wollen und hatte ja Druckplatten, damit die Schafe rauskommen. Und währenddessen die Tiere in der Tür standen, ist ein Zentaure reingerannt. Ich höre von draußen nur noch zwei Schläge und ein Puff. Ich renne rein. Und Gronkh, der auf dem Kühlschrank stand, warum auch immer, war weg. Traurige Geschichte. Naja, Kevin gab mir einen neuen Gronkh. Aber ich habe ein bisschen gearbeitet. Kurz, ihr seht, hier sind für ein paar Regale. Es hat sich hier ein bisschen gefüllt. Ich habe alle Witchery-Bücher gemacht, damit wir ein bisschen mit Witchery weitermachen können. Ich habe halt so viel vor. Ich habe hier ein bisschen im Garten gearbeitet. Ich glaube, den Garten hier kennt ihr auch noch nicht. Ich habe hier so einen Essensgarten angelegt mit ein bisschen Nitro aus Samcraft. Ja, mit Samcraft werden wir uns auch noch beschäftigen. Das ist jetzt nicht so das große Ding. Nitro war eins der einfachsten Sachen. Ich habe einen Altar gebaut von Witchery, gehört der. Und ein bisschen Moss drum gemacht und so. Ist so Zaubermoss, das Moos-Dings ist hier meine Samcraft-Ecke. Da habe ich jetzt die ganzen Regale hin. Ich habe hier ein Becken, damit wir endlos Wasser haben. Und hier halt mein Tisch. Ich habe jetzt ganz viel schon gescannt und erforscht, dass wir wirklich ganz viel machen können, da mit dem Buch und so. War das Buch? Ja, war das Buch. Bisher habe ich nur Nito und was ich mir schon erforscht habe, ist hier die Goggles. Die werden wir uns dann später noch herstellen, wenn wir es zeitlich schaffen. Müssen wir mal gucken. Ich habe ja alles soweit auch Ziegen sicher gemacht, weil die Ziegen einfach ständig hier reinrennen, mir die ganzen Setzlinge und alles auffuttern, das ist so nervig. So, und jetzt habe ich hier
einen kleinen Weg in Runden gemacht. Irgendwann wollte ich diesen See integrieren. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Wir haben ja auch schon einen kleinen Wächter, diesen der Ecke. Ist der nicht süß? Ich finde ihn so knuffig. Unser kleiner Fuchs, unser Schneefuchs. So, und wir haben Grabsteine. Wenn wir jetzt hier einen Grabstein hinsetzen, können wir das nicht beschreiben. Das ist jetzt aber doof, dass wir da... Okay. Dann eben anders. Dann eben anders. Das Nötigste habe ich alles dabei. Warum geht das nicht? Ach, das geht nicht, weil das mein Zauberstab ist. Logischerweise kann ich aus meinem Zauberstab keine Schilder craften. Das ist mir etwas, was wirklich logisch ist. So. Hier, rot. Nicht Urt. Rot. Kronk. Der Erste. Shit, Mann. Böser Zentaur. Passt das? Na, es ist ein bisschen zu viel. Nee, wir lassen das so. Hier, gut, Gronkh, der Erste. Ja. Ruhe und Frieden, Gronkh. Ich hoffe, wo auch immer du jetzt bist, dort geht es dir besser. Und ich habe es dir hier so schön wie möglich gemacht. Wir werden es dann irgendwie später nochmal gucken, mein Blümchen und so noch ein bisschen verhübschern. Da ist, warum ist da eine meiner Katzen? Ernsthaft, was machst du hier? Warum portest du dich so komisch mir hinterher? Komm, Kätzchen. Komm, Kätzchen. Kätzchen will nicht. Okay, Kätzchen wird schon irgendwie hinterher porten. Gehe ich mal fest von aus. Na komm. Ja, diese Doppeltüren sind mal ein bisschen tricky. Aber ich brauche sie aufgrund der Ziegen. Da ist die Katze. Kamizi. Ach ja, Gronk. Ah, okay. Mag er mich jetzt doch ein bisschen? Er scheint so. Wir lassen es gut sein. So, ich wollte noch was craften, damit es da schöner wird. Unten beim Friedhof. Das ist jetzt eigentlich mein Plan Nummer 1. Wir machen ein paar Essenzen. Wir haben keinen Sand. Verdammt. Okay. Ich gehe fix Sand farmen und dann bin ich gleich zurück. So, da bin ich wieder. Ich habe mir alle Essenzen rausgesucht. Ich mag es immer nicht, wenn es so dunkel wird, wenn es da eingetippt ist. So. Wir haben die Fläschchen, so, wir haben Essence of Darkness, wir haben Essence of Fire und Essence of Undead. Das machen wir jetzt, kombinieren wir zu Essence of Light. So, jetzt wollen wir machen ein Wither and Portal Stuff. Scheiße, wir brauchen Eier verändern, nein! Okay, vertagen wir. Ich habe genug, was ich euch zeigen kann. Ich habe genug, ich kann improvisieren. Ihr habt schon mal gesehen, ich möchte halt so ein Wither Portal Stuff machen. Ich möchte so ein bisschen Wither Erde herholen. Die ist ja so lila. Kennt ihr vielleicht noch die, die mein Paradies 2 geguckt haben? Finde ich sehr schön. Ich wollte machen Witchery, eine Arthana. Genau. So, und Emerald, den habe ich mir gecraftet. Ich kann auch gleich gerne zeigen, wie, weil gefunden habe ich noch nichts dergleichen aus den Emerald Shards. Das Gute ist, man braucht echt nur 4 Stück und zack, man hat einen Emerald. Das ist total cool. Ich habe hier so viel Zeugs, das ist echt nicht normal. Ich muss wahrscheinlich nochmal weiter expandieren in größere Kiste und ja, mal gucken. No.
bemühe mich hier schon, das alles so ordentlich wie es geht zu halten. So. Die Athana, die hilft uns nachher dabei, dass wir was machen, ja, dass wir entsprechend Nutz kriegen, wenn wir Viecher töten. Wieso habe ich jetzt nur 3 Obsidian? Eigentlich gerade noch 4, doch. Ist doch Zufall, dass ich 4 Obsidian habe. Das müssen die Ogre gedroppt haben. Okay. Okay, dann eben 2 Diamanten. Gut. Aber ich warte dich dran am Rezept. Ich warte dich dran. Dann eben so. Ta-ta-ta-ta. Enchanter. Das wissen alle, was ich gemacht habe. Ich hatte mir, war auch vorhin ein bisschen losgezogen, habe ein bisschen erkundet. Ihr könnt sehen, ich war ganz viel meinen alleine. Ich habe auch sehr viel geflucht dabei. Ich glaube, hinterher wäre es für euch doch spannend gewesen. Aber naja, da war es schon zu spät. So, in welcher Ecke machen wir das denn mal? Mizi, du bist ein bisschen im Weg. Wir können es hier machen. Dann nehmen wir die paar Bücher, die wir haben. Craften uns ein paar Bücherregale, indem wir noch ein bisschen Holz genommen haben. So. Komm. So. 5 Bücherregale. Mietze, ernsthaft, du bist da ein bisschen im Weg. Komm mal her, Mietze. Komm, Mietze. Brave Mietze. Bleib ja am Liegen, am Leben. Ich mag die orangen Miezen. Deine Ecke hätte ich gar nicht machen brauchen, ne? Egal. Haben's trotzdem. So, jetzt nehmen wir unsere Athana. Nein, warum geht das bei mir nicht? Das muss ein anderer Enchanter sein, mit dem das geht. Dann machen wir das jetzt hier nicht. Bei Loki, Zero geht das nämlich. Beziehungsweise müssen wir es mit ihm anders denken, weil wir müssen hauptsächlich mit der Athana last hitten. So. Haben wir was Tolles bekommen? Nee. Interessant wird das auch bei Creepern. Da ist ein Ogre. Zu dem wollen wir nicht. Ich glaube, das testen wir lieber ein andermal. Habe ich gerade das Gefühl, mir klappt irgendwie gerade nicht so viel, so wie ich es möchte. So, wir können ja hier an Witchery ein bisschen weiter basteln. Wir brauchen Brews and Infusion. Das ist zwar. Ach doch, das brauchen wir. Distilling brauchen wir. Dafür brauchen wir jetzt aber einen Kettle. Dafür brauchen wir einen Toonstone. Oh, okay, ein Lava Bucket Riff of Magic. Ich habe ein Lava Bucket draußen, das weiß ich noch. Ich hatte mich letztes Mal einen mitgenommen. Weil ich zufällig Lava gesehen habe. Ich dachte mir, ha, falls mir weiter hier alles abfacke und ich irgendwie meine Lava zerstöre, habe ich Ersatzlava. Aber okay. Dann machen wir das halt so. Ich habe halt auch die ganze Zeit immer einen Baum farmen und dass ich halt die ganze Zeit hier die Dinger kriege dafür. Was war das jetzt noch? Ach, das war's schon. Okay. Ich war froh, dass ich das letzte Mal doch einige Diamanten gefunden habe. Glaube ich mittlerweile die mit den meisten Diamanten. Wo ich sehr schwach angefangen habe, auch was Gold angeht, ja. Aber naja. Irgendwann. Okay, richtig. Okay. Dass man es craften kann.
String, Stick und Cauldron. Das kriegen wir auch noch hin. So, Cauldron haben wir. Sticks haben wir, Strings haben wir auch. Cauldron, Tombstone. War das so? Nein, es war anders. Okay. Na. Ein Kettle. Jetzt kommt wieder der Punkt, der Kettle muss über Lava, fällt mir gerade ein. Das können wir hier drin auch nicht machen. Das ist echt. Ist nicht schön mit Lava. Wir müssen das eh irgendwie in der Nähe draußen machen. Vom Altar. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich eine zweite Insel bauen. Ah, ich denke mal aus normalen Steinen dann. Alles andere ist zu aufwendig. So, jetzt geht's weiter. Gott, das war jetzt wieder eine Heidenarbeit. Ich habe jetzt hier ein bisschen das mit Stein ausgeklappt. Ich hoffe einfach, dass es reicht. Ich hoffe es einfach. Ich weiß nicht, wie weit das sprießt, aber naja. So, da haben wir das Ding. Das Teil hier bauen wir auch mal eben ab. Einfach um es auch hier rüber zu setzen. Das finde ich doch schöner, obwohl. Vielleicht mit ein. Oh Gott, Fluffy, bitte nicht. Bitte nicht in den Kessel springen. Das ist gefährlich. Können wir auch so. Steinzaun können wir doch machen, oder? Können wir es auch aus dem machen? War schon mal, wenn dann zu wenig. Mal gucken. Nein, okay. So, nein, okay. Vielleicht können wir es nur aus Kabel machen. Wir gucken mal. Jawohl, aus Kabel. Dann machen wir das halt aus Kabel. Weil ich gerne möchte, dass das Holz wo dran connectet. So ist es doch schön. So gefällt mir das. Brauchen wir da auch Wasser für? Wahrscheinlich. Dann machen wir nochmal schnell einen Sink. Das machen wir jetzt mal hier. Geht das nicht schneller? Ach, das war wieder die Erdbeermarmelade Geschichte. Ach nee, Brotstücke. Das war das geilste Rezept überhaupt. Wir werden jetzt ja gleich sehen. Also, wir müssen jetzt machen... Du? Wie viel waren das jetzt? 5, glaube ich, ne? 5 mal Stu. Dieses 5 mal Stu tun wir jetzt in den Ofen. Aus diesem 5 mal Stu wird jetzt, Achtung, also dieses 5 mal Stu, was wir aus 5 aus Leben gemacht haben, wird jetzt Bread Slice, also ein Brotstück. Das ist echt, diese ID-Probleme sind echt heftig, aber okay, wir nehmen es mit Humor. Es ist zwar nicht so, wie es eigentlich gedacht ist, aber ich glaube, die Rezepte sind immer noch gleich. Ich glaube, das, was wir eigentlich gemacht haben aus den Lehen, sind so Keramikpanels waren das, glaube ich. Und wenn man die brennt, dann hat man halt gebratene Keramikpanels. Das hat einfach nur Food Plus. Hat sie aber so ein bisschen mit den IDs halt Probleme und vermischt und naja. An sich sind die Rezepte immer noch gleich. Nur. Ach doch, das war's doch schon. Siehst du wohl. Kitchen Sink. Dann haben wir das nämlich auch. Mein zweiter Lava-Eimer, den sollte ich hier irgendwo platzieren. So. Hier können wir jetzt wieder das reinmachen. Dann haben wir jetzt hier. Sehr schön. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Jetzt brauchen wir das Buch. Und jetzt können wir ja schon mal sehen, wir können hier ganz viel coolen Zeugs machen. Quicklime müssten wir erst craften. Das haben wir jetzt nicht. Also wir können hier echt viel in der Runde sehen. Mal, was wir da rauskriegen und so. Und da können wir halt ganz viel mitmachen und weiter geht's dann später damit. Und hier kann man sich halt verschiedene Tränke
brauen. Und da hatte ich schon eins, was ich unbedingt da machen möchte mit euch, worauf wir hinaus arbeiten wollen. Eigentlich mit so als erstes das hier. Brew of Sleeping, da bin ich total scharf drauf. Purified Milk, keine Ahnung, was das ist. Wir können mal gucken. Milk. Purified Milk. Machen Milch, Order of Purity und Clay Jar. Na, das können wir doch machen. 4. Milch. Einmal Milch. Die Eier lassen wir direkt hier. Und Order of Purity ist das, glaube ich. Ja. So, jetzt müsste man sich nur an das Rezept erinnern. Was wir hier haben, das können wir einfach craften. Sehr schön. Dann craften wir das jetzt mal eben schnell. Wir arbeiten uns jetzt einfach die restliche Zeit darauf hin, würde ich mal sagen. So. Purified Milk haben wir. Cookie. Gut. Dann geben wir ein Cookie. Cookie. Weizen und Kakaobohnen haben wir auch. Haben wir alles. Draußen ist es Nacht, das interessiert uns aber gerade wenig. Sind noch welche da? Ja, die üblichen. Aber schreibt doch keiner von wegen schlafen gehen. Von daher machen wir ganz entspannt weiter und uns ist die Nacht eigentlich egal. Cookies, ja, wieder diese Kakaobutter, die sich ab und zu mit rein schleicht. Brew of Love, okay. Riff of Magic. Riff of Magic haben wir. Das ist nämlich das hier, Riff of Magic. Wunderbar. Riff of Magic, was brauchen wir noch? Icy Needle, Water Artichoke. Und was ist? Globe. Wir haben Icy Needle und wir haben Water Artichoke. Ach, das heißt Water Artichoke Globe, okay. Und Brew of Love brauchen wir. Rose. Golden Carrot. Lily Pad haben wir auch. Golden Carrot müssten wir jetzt erst noch machen. Ich weiß nicht, womit man das jetzt macht. Karotten haben wir da hinten. Na, Fluffy? Yes, unser Inventar wird immer voller. Gott. Ah, es kommt auch, weil ich so viele Rucksäcke habe. Es ist die ganzen Rucksäcke im Inventar nehmen natürlich auch Platz weg. Was wollte ich jetzt machen? Eine goldene Karotte. Da fehlt natürlich einer für. Wir probieren es erstmal aus, ob es nicht so muss. Nein, so muss es definitiv nicht. So muss es. Sehr schön. So. Goldene Karotte haben wir, Lady Peter haben wir, Kakaobohnen haben wir, Watershow, Whiff of Magic haben wir. Und eine Rose haben wir auch irgendwo. Ich glaube, die haben wir da oben reingetan. Ja. Okay. Dann machen wir jetzt einen Brew of Love. Wir brauchen eine Rose. Haben wir drin. Wir brauchen ein Whiff of Magic. Haben wir drin. Wir brauchen eine Wasserartischocke. Haben wir drin. Wir brauchen einen Golden Carrot, Lily Pad. Golden Carrot, Lily Pad. Kakaobohne. Und jetzt brauchen wir Clay Jars. Ist das jetzt schon fertig? Ist das nicht fertig? Was haben wir falsch gemacht? Wir haben es gemacht. Heated water fit cat. It's power if needed. Ah, empty glass bottle. Das erklärt so, wir haben kein Glas. Wir haben einen Sand, das reicht. Heieieiei. Ich muss definitiv. Ich habe alles Mögliche schon vorgefahren extra.
Aber ich muss unbedingt Glasfarben, also Sandfarben. Unbedingt. Jetzt haben wir eine Wasserflasche. Warum haben wir jetzt so eine Waterbottle? Ja, irgendwas haben wir falsch gemacht. Ich muss das mal eben nachforschen. Man muss ja herausfinden, was jetzt hier falsch läuft. Ich weiß es echt nicht. Aber wir machen jetzt noch was schnell. Wir machen eine Distillery. Wir haben noch einmal Lava. Zum Glück habe ich direkt zwei mitgebracht. Nächstes Mal muss ich einfach gleich mehr mitbringen. Zwei, drei. Dann haben wir noch so ein Atomstone. War das richtig? Nee. Verdammt. Ging da nochmal. Ach so. Riff of Magic. Das war's. So, was anderes, was so kompliziert war. Ja, das Riff of Magic. Jetzt mal zwei da, das reicht. So, ein Tombstone. Zwei Gold. War das letzte Clay Jars? Okay. Muss auch unbedingt noch Clay Farmen gehen. Das geht so nicht. Okay. So. So. Da haben wir die Distillery. Können wir die theoretisch da draufsetzen? Sehr schön, die können wir da draufsetzen. Hier brauchen wir nämlich auch wieder Clay Jars für. Das ist sehr schön, weil die hier so schön displayed werden. Das, das, das. We need das. Das kostet Collecting Fuels, das war Bruce Distillery. So. Du-du-du-du-dum. Quicklime. Dann gucken wir mal kurz, wie Quicklime geht. Quicklime. Achso, einfach aus Wood Ash. Ja, das können wir doch machen. Zack, Quicklime. Was noch? V-Fume, ne? V-Fume haben wir auch genug. Funktioniert jetzt doch mal was schön. Es funktioniert mal was, wie es auch funktionieren sollte. Distillery funktioniert schon mal. Mit dem Kettle muss ich noch mal gucken. Irgendwas läuft schief, aber ich weiß nicht was. Eigentlich habe ich das alles richtig gemacht. Kann man eine Scarecrow machen? Twisting Band. Es gibt halt echt sehr viele coole Sachen, die wir machen können. Microphone muted. Microphone activated. Die Goggles sind ja auch mit das nächste, was ich machen möchte. Für das Timecraft. Vielleicht können wir das noch schnell nebenbei machen. Dafür brauchen wir zwei Summonicons. So. Ich habe hier Glas gebraten. Dann brauchen wir Gold. Und Leder. Na, gucken wir mal, ob wir uns das craften können. Das wäre ja schon mal ganz cool. Dann kann ich euch zeigen, was das macht. So, jetzt brauchen wir einfach ein paar Shards. Wir nehmen jetzt einfach, die ist ja auch wurscht. Ach, verdammt, da kam noch was drum. Da kam noch was drum. Gold, habe ich genug Gold mit? Doch, es dürfte reichen. Es dürfte reichen. So.
Und noch eins. Und jetzt gucken wir uns das Rezept. Okay. Und das müssen wir jetzt in diesem Tisch machen. So, und jetzt müssen wir unseren Wand da reinlegen. Unser Wand ist zum Glück fast komplett aufgeladen. Ich kann euch das mal zeigen. Ihr seht jetzt oben links in der Ecke. Da seht ihr die ganzen Röhrchen neben dem runden Ding. Das sind halt die ganzen aufgeladenen Sachen. Und da haben wir unsere Goggles. Und wenn wir jetzt den Stab nehmen, haben wir ein bisschen was verloren. Ist ja gar nicht so viel. Ich dachte, da geht jetzt mehr runter. Die können wir jetzt aufsetzen anstatt des Helms. Und jetzt sehen wir Notes schon viel früher. So, müssen wir mal gucken, müssen wir mal sehen. Da seht ihr da hinten den hellen Schimmer. Das ist halt die Note direkt vor der Tür. Da hinten seht ihr noch so einen Schimmer. Das ist nämlich auch eine Note. Und damit sehen wir die jetzt schon direkt aus der Entfernung. Normalerweise sieht man die ja gar nicht bis zufällig. Ich kann es ja nochmal zeigen. So jetzt und jetzt sieht man halt nichts. Das ist schon ein Unterschied. Ich kann auch direkt wieder unseren Zauberstab aufladen. Da seht ihr jetzt, wie er die Sachen zieht. Aber er zieht gerade nicht. Warum zieht er nicht? Jetzt zieht er. Ich glaube, die zwei Sachen sind voll. Ja, mein Ton spackt heute auch. Das ist ein bisschen anstrengend. Huch, nein. Ich wollte hier nicht runterfallen. Snap is down. So. Oh, yes. Da läuft schon wieder ein Werwolf rum. Und ich habe gerade kein Goldschwert, deswegen gehe ich jetzt schnell rein. Wer ist denn hinkrieg heute? Mensch, was ist denn heute los? Der Wurm drinne. Okay, wir sehen schon ein paar Sachen. Oh, Slimebots, das ist sehr cool. Und Gypsum, was auch immer Gypsum ist. Finde ich aber cool, dass wir das kriegen. Slimebites kommen auch direkt daneben und das Oil of Vitriol auch. Sehr schön, das kann er gerne noch ein bisschen arbeiten. Wir nehmen hier mal alle Clay Jars raus. Und dann mache ich jetzt aber wirklich endlich mal Ende, wie mit unseren Fancy, unserer Fancy Brille hier. Und das regnet natürlich doch rein, das ist echt doof mit den Slabs. Weil bei jeder zweiten Slab regnet es durch, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Und ja, wir haben unsere Witchery-Ecke um einiges vergrößert. Wir haben die Zamcraft-Brille auf. Und ja, schauen mal. Ich guck mal, wie das nochmal mit dem Kessel geht. Und dann möchte ich auf jeden Fall das nächste Mal mit euch ein Brew of Love und dann ein Brew of Sleeping herstellen. Und dass wir einfach mal in die Traumwelt gehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich konnte euch vielleicht ein bisschen was zeigen, was ihr noch nicht kanntet. Und ich hoffe, dass ihr einfach das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, eure Aikera.